vor 5 Jahren entdeckten diese besten Freunde eine Whirlpool-Zeitmaschine. Wir sind in den scheiß 80ern, Leute! Aber was sie in der Vergangenheit taten, veränderte unsere Welt für immer. War es unmoralisch, unser Wissen über die Zukunft für persönliche finanzielle Vorteile zu benutzen? Der bezeichnet sich als Vater des Internets? Ich bin der Vater des verfickten Internets. Seit ich Let's Get It Started geschrieben habe, damals 86, habe ich wohl einen Lauf. Hey Nick, wieder ein Popstar beklaut oder so? Gerade heute habe ich einen Song von mir aufgenommen. You say, only hear what I want to. Na schön, es war dieser Lisa Loeb Song. Mann, der Whirlpool hat alles auf den Kopf gestellt. Ja, ich habe das Gefühl, uns kann nichts Schlimmes passieren. Auf ihn wurde geschossen. In meinen Schwanz. Fass ihn doch nicht so fest an. Meine Hand ist so Nahdruckverband. Bearbeite seinen Schwanz ruhig weiter, mir egal. Er braucht mehr Zeit. Dann verschaffen wir sie ihm. Ach, du Scheiße. Wir müssen den Killer aufhalten, bevor er auf Lou schießt. Wir besaufen uns ordentlich und wachen in der Vergangenheit auf. Hat ja schon mal funktioniert. Lou! Es war wohl zu spät. Oh mein Gott. Riecht nach Hölle. Was soll sein Körper machen? Es gab ja nur Drogen und Chips. Sieht aus wie eine skandinavische Schwulenbar. Wie weit sind wir zurückgereist? 2025? Wir sind 10 Jahre in die Zukunft gereist. Du siehst aus wie so ein scheiß Fernsehpriester. Du siehst aus wie Gandalf für Arme. Ich stehe irgendwie drauf. Du siehst aus wie Billy Zanes Schwanz. Bloß nicht so hübsch. Geht in Ordnung. Warte, wieso lebst du? Ich glaube, es bedeutet, der Killer kommt aus der Zukunft. Wir sind hier, um deinen Tod zu verhindern. Wie in Terminator. Weil hier ist immer alles wie in Terminator. Weil alles wie in Terminator ist. Wer in der Zukunft will dich töten? Keine Ahnung. Ich behandle alle mit Respekt und Güte. Hey, Lou. Bam! Was ist das? Das ist wie Mini-Aspirin. Wirkt aber wie ein superintensiver psychotroper Drogentrip. Die Zukunft ist so irre. Hey, du. Matze. Den Rest holst du dir nachher? Ja. Matze. Ich glaube, das ist jetzt mein Haus. Klassische Paralleluniversumssituation. Wie in Fringe. Nerd. Du beschissener Nerd. Nerd. Du beschissener Nerd. Und keiner mag dich. Keiner mag dich! Hard Top Time Machine 2. Der Whirlpool bringt einen nicht dahin, wo man hin will, sondern dahin, wo es nötig ist. Patriot Lou. Los, Leute, folgt mir. Wieso? Wir müssen dafür sorgen, dass Amerika geboren wird. Dich wird man da nicht so mögen, aber wir sollten gehen. Eine letzte Fahrt. Get low when the whistle go. Na, das ist doch ein Wort.